Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Sendung am Mittwoch, dem 30. Juni 2021. Nicht mehr im kammermusikalischen Flüsterton von gestern. Ich musste mich ja sehr zurücknehmen, die Stimme abdimmen, um ja nicht meine Kinder aufzuwecken. Ich hoffe, Sie haben meinen exakt durchchoreografierten Vortrag trotzdem verstehen können. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Ich werde vielleicht einige der zentralen Gedanken heute noch einmal wiederholen können. Wir steigen ein mit Fußball und werden selbstverständlich jetzt, nachdem wir gestern das Sportliche gewürdigt haben, ich bin ehemaliger Sportjournalist, werden wir heute die politische Dimension dieser Spielverläufe und dieser sich jetzt abzeichnenden Viertelfinals-Konstellationen analysieren. Gestern ja der große Schlager zwischen England und Deutschland im Wembley-Stadion. Joachim Löw, der deutsche Trainer, so etwas wie die Angela Merkel unter den Nationalcoaches mit dem letzten Spiel. Löw etwas über sein eigenes Verfallsdatum hinaus im Amt geblieben. Eigentlich hätte er zurücktreten sollen nach dem Weltmeistertitel 2014, aber er war damals noch voll im Saft. Und jetzt ein etwas trauriger, ein etwas bitterer Abgang. 2:0 haben sie verloren, die Briten haben triumphiert. Und wenn die Engländer gegen die Deutschen spielen im Fußball, dann schwingt immer noch etwas Zweiter Weltkrieg mit. Das war früher so, ich habe jetzt die Zeitungen nicht en Detail studiert, aber die haben dann immer Daily Mail, Times, Sun, die haben dann immer noch Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, Luftschlacht um England gebracht und man merkt hier, dass diese alten Wunden und auch diese alten Triumphgesten nach wie vor hochaktuell sind. Und wenn man beobachten konnte, wie in diesem Wembley-Stadion die Engländer ausgerastet sind, weil sie jetzt diesen Deutschen wieder einmal den Meister zeigen konnten, dann hatte das fast etwas, ja, etwas Berührendes, die Bedeutung dieses Erfolgs. Gestern dabei war ja das Spiel eine eher traurig, madige Angelegenheit, die Engländer mit ihrem langweiligen Fußball gegen roboterhafte Deutsche. Das war jetzt noch nicht wirklich ein grandioser Anblick, aber wir haben das Ganze natürlich bis zum Ende uns zu Gemüte geführt. Kein Vergleich zu diesem Zauberfußball, zu diesem hochdramatischen Shakespeare-reifen Drama, das die Schweiz gegen Frankreich und zuvor schon die Kroaten gegen die Spanier aufgeführt hatten. Also gestern etwas mehr Schwarzbrotkunst, etwas mehr nüchterne Prosa, Käse und Wasser und Brot, nicht mehr dieses üppige, funkelnde Fußballspektakel, das wir vorgestern erlebt haben. Also die Deutschen sind draußen, Jogi Löw mit einem bitteren Abgang nach großen Erfolgen, die er da feiern konnte. Und jetzt also die politische Dimension. Selbstverständlich hat der Ausgang dieser Achtelfinals entscheidend mit dem Formzustand der Europäischen Union zu tun. Es kann kein Zufall sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ausgerechnet die Schweizer, die Franzosen und die Briten die Deutschen besiegt haben. Die Briten mit dem Brexit und die Schweizer jetzt befreit, entfesselt, nachdem der Bundesrat Nein sagen konnte zum institutionellen Rahmenabkommen. Das ist sowieso eine Art Renaissance der Schweiz, Rahmenabkommen. Dann diese beiden Gipfel, das Nein zu diesem Pariser Abkommen beim CO2-Gesetz und jetzt auch noch der Sieg gegen Weltmeister Frankreich im Fußball. Frankreich eben auch nicht im Strumpf und in Deutschland breitet sich ja die bleierne Post-Merkel-Atmosphäre aus und das war dem Team anzumerken. Also die europäischen Länder und England und die Schweiz sind zutiefst europäische Länder, diese europäischen Länder haben hier einfach die Nase vorn gehabt und nehmen Sie es mir nicht übel, ich muss das in politischer Perspektive als Fingerzeig, als Bestätigung des politischen Kurses dieser beiden Länder leben. Entschuldigen Sie bitte. Was ist sonst noch aufgefallen am Rande dieser
Partien. England, Deutschland, am Anfang wieder dieser Kniefall. Ein Zeichen gegen den Rassismus, ein Zeichen gegen Diskriminierung. Ich habe mich gefragt, gegen was sind jetzt die eigentlich genau auf die Knie gegangen? Sind die auch auf die Knie gegangen gegen diese Messerstechereien, die wir jetzt in der Europäischen Union erlebt haben? Diese Somalier in Würzburg, dieses fürchterliche Verbrechen in Österreich, wo ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht und umgebracht wurde von afghanischen Asylbewerbern, zum Teil abgeschmetterten, abgewehrten Asylbewerbern, die aber noch einen vorläufigen Schutz in Anspruch nehmen konnten. Ich meine, wir sprechen immer über Diskriminierung von schwarzen, dunkelhäutigen Menschen, aber man spricht gar nicht über die Gräueltaten im Kontext jetzt auch dieser ganzen protestierenden Herrlichkeit da. Man spricht nicht über diese Gräueltaten, die von Männern aus nicht-europäischen Kulturen begangen werden. Und zwar nicht zu knapp in dieser Phase. Also Sie sehen es, ich kann einfach diese offenkundige, auch so einseitige politische Indienstnahme des Fußballs nicht ernst nehmen. Ich lehne das ab, ich finde das falsch und ich finde es auch zynisch gegenüber diesen anderen Entwicklungen, die wir haben. Also man versucht hier sozusagen die Weißen in eine Täterrolle hineinzudrängen, für die sie Abbitte leisten müssen durch solche Rituale, durch solches Virtue Signaling. Aber Tatsache ist doch die, dass die gleichen Politiker und Organisationen, die jetzt hier applaudieren, wenn man über den weißen Rassismus gegen Schwarze spricht, das sind doch genau die Politiker, die jetzt hier Rassisten, zum Teil aus der muslimischen Welt, auch Homophobe, wie der Ausdruck heißt, schwulenfeindliche Fanatiker nach Europa hineingelassen haben. Also das ist einfach Heuchelei, das geht nicht auf, das scherbelt und funktioniert für mich so nicht, ja. Also das zum Fußball, nicht so interessant jetzt diese Partien, aber es geht weiter in der Schweiz. Blicken wir jetzt auf den Freitag, Spiel gegen Spanien, allerdings ohne Captain Xhaka. Er war ja sensationell gegen Frankreich, das Hirn dieser Crew. Und mal sehen, was die Schweiz ohne ihren überragenden Spielregisseur hinkriegt. Ich habe noch eine Rede gelesen, die ist mir gegeben worden von Leuten aus der ungarischen Botschaft. Viktor Orban, der Mann, der ja jetzt am Pranger steht, hat eine Rede gehalten, 30 Jahre in Freiheit, gehalten am 21. Juni 2021, zum Teil schon veröffentlicht da und dort. Und diese Rede ist hochintelligent und ist hochinteressant und ich würde Ihnen raten, die zu lesen. Die finden Sie auf Tichys Einblick zum Beispiel auf diesem Portal. Da kann man das studieren. Und dieser Vortrag handelt von Europa. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, nimmt eine Standortbestimmung vor und das ist eine Standortbestimmung des europäischen Niedergangs, wobei Orban Wert auf die Feststellung legt und auch sehr präzise argumentiert, dass eben die Begriffe EU und Europa nicht gleichbedeutend sind. Nicht gleichbedeutend sind. Was sagt Orban? Zum Beispiel massiver wirtschaftlicher Niedergang. Noch 2008 hatte die EU, mobilisierte die EU 25% des weltweiten Bruttosozialprodukts. 2019 waren das lediglich 18%, also ein massiver Rückgang. 2001, unter den 50 größten Firmen der Welt waren 14 europäisch, heute sind es noch 7. Bei den Patenten war die Europäische Union massiv vorne, etwa 7-mal mehr als China. Heute hat China punkto Patenten die Europäische Union überflügelt. Und Orban stellt dann eine Reihe von Thesen auf, die meines Erachtens den Sachverhalt sehr genau treffen. Er beobachtet erstens, dass die EU einen zusehends imperialen Charakter annehme. Einen imperialen Charakter, das heißt auch einen
antidemokratischen Charakter. Denn die Demokratie, das sagt nicht Viktor Orban, das hat auch Ralf Dahrendorf, der berühmte SPD-Soziologe und Professor an der London School of Economics, so festgehalten. Ralf Dahrendorf hat gesagt, dass der Nationalstaat der einzige taugliche Rahmen für die demokratische Staatsform sei. Und wenn man sich eben in Richtung eines imperialen Gebildes bewegt, dann ist per Definition eine Demokratie nicht mehr möglich, weil sich in einem Reich eben das Demos, das Volk, auflöst. Sie haben dann kein einheitliches Staatsvolk mehr, das sich als Subjekt begreift, als handelndes Subjekt im Staat, sondern sie haben eben ein Mischmasch, ein Vielvölkergemisch. Und ohne Demos, ohne Volk, haben sie auch keine Demokratie mehr, sondern nur noch eine Kratie, und das ist die reine Herrschaft. Also das ist hier das Argument von Orban, halte ich für sehr richtig. Zweitens stellt er fest, dass die EU unter einer, Brüssel vor allem, unter einer Moskauisierung, unter einer Sowjetisierung kranke. Das heißt, immer mehr zentralistische Befugnisse und auch hier ein eben kolonialistisches Hineinregieren in die Mitgliedstaaten, in intimste Bereiche hinein. Orban sieht Entwicklungen zu einem Superstaat. Und Orban beobachtet wachsende Zukunftsängste in dieser Europäischen Union. Auch hier zitiert er Statistiken. Nur noch ein Viertel der Europäer glaubten an eine bessere Zukunft für ihre Kinder in den nächsten Jahren. Er selber sieht das nicht. Er sieht eine düstere Zukunft auf Europa zukommen, vor allem durch die Themen Völkerwanderungen und Pandemien, also die ganze Migrationsproblematik. Ich habe dazu auch mit anderen Exponenten der ungarischen Regierung schon gesprochen, und in Ungarn ist ein Bewusstsein wirklich akut, dass man sich Sorgen macht, dass dieses Europa seine christlich-westliche, liberale, rechtsstaatliche, demokratische Kultur nicht aufrechterhalten kann aufgrund des nach wie vor massiven Zustroms von Menschen aus Gebieten, die völlig andere Kulturen, ganz andere politische Prägungen mitbringen. Und man neigt ja dazu, etwas, auch wir als Journalisten neigen dazu, etwas die Augen vor diesen Dingen zu verschließen. Man denkt, ja nein, das ist doch viel zu dramatisch, das schaffen wir schon, wir sind doch eine multikulturelle, vielfältige, bunte Truppe da, und wir schauen diese Fußball-EM und sehen da diese Mannschaften, die sich auch aus unterschiedlichsten Herkunftspersönlichkeiten zusammensetzen, auch und gerade das schweizerische Team. Aber ich glaube, dass hier tatsächlich eine, wenn man das einfach in die Zukunft weiterführt, das wird nicht aufgehen. Und wir sehen sie auch in der Schweiz, wie die Zuwanderung die direkte Demokratie verändert, die Qualität und die Ausrichtung unserer Volksentscheide. Und ich befürchte, oder ich glaube, das wird so sein, dass unsere Kinder und Kindeskinder werden uns dann einmal den Vorwurf machen, ja, was habt ihr eigentlich mit diesen Ländern gemacht? Ihr habt die zugrunde gerichtet, indem ihr die Migrationspolitik einfach außer Kontrolle habt geraten lassen. Und die höhere Ironie besteht ja darin, dass wir ja jetzt im Zeitalter der unglaublichen Nachhaltigkeit und des Denkens in Generationen angeblich uns bewegen, immer natürlich mit Blick auf die angeblich drohende Klimakatastrophe. Also wir sind sozusagen im stratosphärischen Bereich unterwegs, aber auf dem Boden, im Konkreten, in den Schulen, in jenen Quartieren, wo man eben leben muss, wenn man nicht das ganz dicke Portemonnaie hat und sich in irgendeine gated Community, in irgendein reichen Ghetto zurückziehen kann, sondern wenn man eben exponiert ist mit diesen Problemen der Zuwanderung, ja, dann stellt man fest, dass das so nicht funktionieren kann. Und da ist eben Viktor Orban jetzt in der Europäischen Union eine, aus meiner Sicht, enorm wichtige Figur, weil er hier einfach das Realitätsprinzip, das Realismusprinzip hochhält. Ich habe in einer meiner letzten Sendungen ja Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, den ich ja in vielerlei Hinsicht auch schwerstens kritisiere für das, was in seinem Land passiert. Nicht, weil ich quasi mich jetzt da moralisch über dieses Russland hinwegheben möchte, aber einfach, weil Russland, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir hier der Auffassung sind, dass man die Schweiz nach den gleichen Maßstäben wie Russland regieren könnte. Und ich habe diesen Putin eben als auch einen der letzten Realisten
in der europäischen Politik bezeichnet. Orbán gehört sicherlich auch dazu. Und auch die polnische Regierung würde ich ins Realistenlager rücken. Also ganz wichtig, was hier kommt, und die Aggressivität, die Feindseligkeit, mit der über diese Länder berichtet wird, zeigt Ihnen eben, wie weit sich unser Journalismus schon von der Wirklichkeit und von dieser Realpolitik entfernt hat. Instagram-Offensive. Jeder Bundesrat bekommt einen Spezialisten. Nur einer verzichtet darauf, berichten Patrick Müller und Reto Wattenhofer in der Aargauer Zeitung. Ein interessanter Artikel. Die Weltwoche hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass die PR-Abteilungen im Bundeshaus, also die Propagandaministerien des Bundeshauses, mit dem das Volk, dass die Stimmbevölkerung massiert wird, die damit unglaublichen mit Bataillonen und ganzen Schubladen voll Informationsmaterial da die auf die Leute einpredigen, dass diese Abteilungen hochgradig fragwürdig sind. Und jetzt eben das neueste Kapitel. Bald gibt es ein Bundesamt für Instagram. Ein bisschen zu hochgängig, das machen sie nicht, aber sie stellen jetzt neue Leute ein, um den Instagram-Auftritt des Bundesrates zu choreografieren. Was soll das? Die machen ohnehin schon viel zu viel Propaganda, und dieser Drang, sich permanent auch als Regierung, wo sie sowieso alle Kanäle zur Verfügung haben, wo sie nur mit dem Finger schnippen müssen und dann kommen die Kameras. Also der Letzte, der ein Instagram-Konto braucht, ist der Bundesrat. Das ist das letzte Gremium, das das brauchen kann. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Interview gemacht mit dem damaligen Bundesrat, Entschuldigung, Moritz Leuenberger. Habe ihn gefragt, was ist das Schönste am Amt des Bundesrates? Und er hat gesagt, sehr ehrlich, ja, das Schönste ist, dass Sie immer ein Podium haben und immer ein Publikum. Wo immer Sie hinstehen, es hören Ihnen die Leute zu. Manchmal müssen Sie ihnen zuhören, aber manchmal hören Sie ihnen auch freiwillig zu. Also sicherlich braucht die Schweiz das nicht, und das ist eine interessante Recherche. Die haben übrigens auch herausgefunden, Müller und Wattenhofer, dass sich ein Bundesrat dieser ganzen Instagram-Selbstinszenierung, dieser Verinstagramisierung entzieht. Was glauben Sie, wer ist es? Nein, nicht Guy Parmalin, selbstverständlich nicht Ignacio Cassis oder Alain Berset. Das ist der Instagram-Champion, das ist der Trump, das ist der Donald Trump der Selbstinszenierung in der Schweiz. Nein, es ist Ueli Maurer, der Finanzminister. CO2-Gesetz, auch hier laufen die Mühlen weiter. Bern weigert sich ja, diesen Volksentscheid da wirklich sich zu Herzen zu nehmen. Einfach, um hier etwas den Gottesdienst zu stören, meine beliebte Grafik. Die fossilen CO2-Emissionen von 1970 bis 2018. Eine wunderbare Grafik hier mit steil nach oben schießenden Kurven. Sie können das hier erkennen. Das ist China. China geht ganz steil nach oben. Also wir stehen da am Anfang eines fossilen Zeitalters. Und die EU28, das ist so eine grüne Linie hier, die geht da schön runter. Und die Schweiz mit ihr. Also einfach so viel zum Thema Symbolpolitik und Abzockerei im Bundeshaus durch interessierte Kreise, die einfach solche Klimatöpfe wollen, um damit dann selber zu profitieren. Neue Vorwürfe gegen Annalena Baerbock. Sie tut einem jetzt doch dann schon langsam leid, wobei sie tut einem auch nicht so richtig leid, da die grüne Kanzlerkandidatin. Sie tut einem vor allem deshalb nicht leid, weil sie ja sehr überheblich aufgetreten ist in diesem berühmten Gespräch, wo sie neben ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck sitzt und dann sagt, ja, sie komme ja vom Völkerrecht, während er da im Schweinestall zugange sei. Da sieht man eben, dass auch Frauen mit sehr harten Bandagen kämpfen können. Unmöglich, dass ein Mann umgekehrt eine derart abfällige Bemerkung hätte machen können. Das ist eben auch die Galanterie des Mannes, dass man das akzeptiert, wenn man da von einer Frau aufs Übelste und aufs Frechste angemacht wird. Das sind die Privilegien
der Frauen auch in der politischen Debatte. Für alle, die da immer behaupten, irgendwo in den Zeitungen, dass die Frauen nur unterdrückt und geknüppelt werden, das stimmt nicht. Also dort war Robert Habeck der geprügelte Hund und Frau Baerbock also mit einer Selbstverständlichkeit und einer Überheblichkeit. Und sie hat eben diesen Hang, sich als etwas zu inszenieren, was sie nicht ist, wie sie das dort auch so formuliert hat. Ich komme vom Völkerrecht. Ja, was heißt das jetzt? Ich komme vom Völkerrecht. Ich komme vom Völkerrechtskurs oder ich bin Völkerrechtlerin. Hat das so in der Schwebe gehalten. Aber trotzdem das Imponierwörtchen, um den Leuten, ich komme vom Völkerrecht, um den Leuten hier etwas Eindruck, um bei den Leuten Eindruck zu schinden. Jetzt hat ein Medienwissenschaftler namens Stefan Weber in einem Text, in einem Buch von ihr, offenbar plagierte Stellen entdeckt, aus dem Spiegel, aber auch aus anderen Berichten. Das Buch heißt «Jetzt, wie wir unser Land erneuern». Da hat sie es offensichtlich nicht so genau genommen mit dem geistigen Eigentum. Was ist mein und was ist dein? Und wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, das ist ja sowieso etwas das Problem der Grünen, wo man nicht so genau weiß, oder Sie wissen nicht so genau, wo eigentlich das persönliche Eigentum beginnt und das kollektive Eigentum endet, beziehungsweise die Grünen haben ja die unangenehme Eigenschaft, sich eben ihr Privateigentum in Gestalt ihres Portemonnaies zusehends einzuverleiben für ihre Weltrettungspolitik, wie sie sich ausdrücken. Und da wundert es einen natürlich nicht, dass man auch bei Fragen des geistigen Eigentums zum Kollektivismus und zur Enteignung neigt. Lavrov verkündet, der russische Außenminister verkündet aus dem Off das Ende der westlichen Vormacht. In Süditalien haben sich die G20-Außenminister getroffen und Lavrov, dieses Schlachtschiff, dieses Schlachtross der russischen Politik, ist da wieder einmal ganz quer in die Parade gefahren und hat sich unter anderem auch gegen die LGBT-Propaganda ausgesprochen. Und sagen Sie, was Sie wollen, ich finde das eigentlich deprimierend, dass heute die Ungarn, die Polen und die Russen auf dem politischen Parkett die einzigen sind, die gegen diesen ganzen Regenbogenrausch, diese Regenbogenreligion antreten, diesen ganzen aggressiven, bewaffneten Pseudokonsens, der jetzt ja auch auf den Fußballfeldern da sich epidemisch verbreitet, ist doch eigentlich frustrierend, dass man heute einen russischen Außenminister zitieren muss, wenn man hier eine abweichende Meinung hören will. Mädchen in Wien sexuell missbraucht und ermordet. Über diesen schrecklichen Fall habe ich einleitend bereits gesprochen. Ein Mädchen unter Drogen gesetzt, erwürgt worden, sexuell missbraucht. Die Polizei nahm zwei afghanische Asylbewerber fest, einen 16- und einen 18-jährigen Mann. Ein Bekannter von ihnen hatte sich bei der Polizei gemeldet. Ja, das sind die Folgen dieser gutmenschlichen, antirechtsstaatlichen Migrationspolitik. Und das sind eben die Fälle, gegen die nicht demonstriert wird. Da gehen eben die Black Lives Matter nicht auf die Straße. Oder wenn Sie diesen Somalier haben, der da Frauen umgebracht hat in Würzburg. Femizid mit dem Messer. Black Lives Matter, Black Knives Matter, hat mir ein Bekannter geschrieben. Ja, das ist die bittere Realität. Und hört doch auf mit diesen scheinheiligen Tugendritualen da auf den Sportplätzen. Le Pens Strategie stößt an ihre Grenzen, argumentieren die Medien. Hier muss man einfach hinzufügen, zwei Punkte. Erstens, die Franzosen haben es offensichtlich nicht gutiert, dass sich diese Politikerin, also ihre Wähler haben es nicht gutiert, dass sich diese Politikerin da sozusagen ins forciert harmlose Image korrigiert hat. Und zweitens, eben ein nicht unwesentlicher Erfolg, dass die Republiken, die sehr siegreich waren, mit dem möglicherweise etwas besseren Personal, sie haben sich sehr, sehr viele Programmpunkte des Rassemblement National angeschminkt. Die NZZ hier
mit einem neuerlichen Artikel zur Einschränkung der Volksrechte. Ich weiß gar nicht, was die haben. Die NZZ reitet darauf herum. Die im Visier haben sie Volksinitiativen und Referenden. Da müsse man die Unterschriftenzahl anheben, weil zu viele Initiativen und Referenden angeblich zu einer populistischen Verrohung der Demokratie führen können. Ich halte gar nichts von solchen Vorstößen. Das ist so Politologenzeug, das ist so Reißbrettzeug. Nein, wir haben es ja gesehen. Obwohl die Bevölkerung massiv gewachsen ist in der Schweiz, hat es ja beispielsweise die FDP nicht geschafft, bei einer Antibürokratie-Initiative die nötige Zahl von Unterschriften zusammenzubringen. Also die Vorstellung, dass das so einfach möglich sei, hier ein paar Initiativen zusammenzutrommeln. Auf keinen Fall dürfen diese Unterschriftenzahlen angehoben werden, denn wir beobachten ja gleichzeitig eine unglaubliche Machtballung bei den Medien, jetzt neu auch subventioniert, der Mainstream mit staatlichen Mitteln aufmunitioniert. Und diese Konsensmaschine, diese Mainstream-Maschine, die ein immer erdrückenderes Gewicht in unserer Öffentlichkeit hat, ja, diese Maschine braucht auch ein Gegengewicht, und die einzige wirkliche Opposition, die wir im Land haben, das ist das Volk, und man soll dem Volk nicht noch hier weitere Steine in den Weg legen. Leserzuschriften, Leserbriefe noch zum Schluss. Wunderbar von Robert. Robert, ein Unternehmer, Handel mit Büromaschinen und Kommunikationsprodukten, IT, hat uns folgendes fantastisches Geschenk geschickt. Lieber Robert, wunderbar. Journalistische Höchstleistung www.weltwochedaily.ch. Drucker mit 5 Jahren vor Ort Garantie. Okotex 041 799 50 00. Ganz fantastisch hier die Kreativität von Weltwoche Daily zuschauen. Lieber Robert, ganz herzlichen Dank. Robert Ehrn, ich glaube, ich darf den Namen sagen, wenn wir schon Werbung machen mit diesen schönen Zuckerbriefchen. Die sind für meinen Morgentee gedacht. Ich habe im Moment nämlich jetzt nicht mehr so viel Zucker rein, aber sobald ich da wieder den Zucker deponiere, werde ich selbstverständlich eines dieser wunderbaren, schönen Briefchen verwenden. Dann bekomme ich von Primo ein Bild vom Fußballspiel Schweiz gegen Frankreich. Hier, der Text lautet: Das Einzige, was gestern besser war als das Spiel unserer Schweiz, waren unsere Trikots. Roger und Köppel 1291. Ja, 1291. Ein wichtiges Datum, an dem die Schweiz ihre Unabhängigkeit bekräftigt hat und Nein gesagt hat gegen die Zumutungen des europäischen Verwaltungsstaats, damals in seiner embryonalen Vorstufe, in Person von Rudolf von Habsburg, 1291 übrigens, 1848, 1992, 2021, der 26. Juni, Nein zum Rahmenabkommen. Das ist hier die Abfolge, und wir nehmen auch diesen Fußballknaller da gegen Frankreich, den nehmen wir auch noch als eine Art Nein zur EU in diese Reihe hinein. Dann, Jolande schreibt mir: Warum wählen die Leute in Frankreich nicht mehr? Meine Meinung ist, weil sie der Meinung sind, dass es sowieso nichts bringt. Die Politiker machen ihre Sache, und die hat keinen Bezug mehr zu dem täglichen Leben der Franzosen, die sich schon lange fremd fühlen im eigenen Land und denen oft auch die Grundlage fehlt, um ein würdiges Leben zu führen. Hinzu kommt, dass viele Junge durch Schule und Medien zu absolut passiven und apolitischen Menschen erzogen werden, deren größtes Ziel es ist, vom Staat finanziert zu werden. Vielen Dank, Jolanda, für diese Einsichten. Und dann noch ein Gedanke, der uns zugespielt wurde, Inside Paradeplatz, von Mike Dreher, dem früheren Politiker der Autopartei und früheren Freisinnigen vom rechten Zürichseeufer. Er hat folgenden Gedanken auf Inside Paradeplatz geäußert, den ich sehr bedenkenswert finde. Folgendes, ich zitiere: Wir leben doch gegenwärtig in einer Zeit, wo jegliche Verjährung aufgehoben ist, Sklavenhandel
etc. pp. Wieso fordert die Schweiz eigentlich nicht den 1798 gestohlenen bernischen Staatsschatz von gemäß einem NZZ-Artikel über 600 Milliarden Franken zurück? Nur schon die offizielle Thematisierung würde im Schuldenmoloch EU für Beachtung sorgen. Die Deutschen zahlten und zahlen doch auch Wiedergutmachung unter verschiedensten Titeln. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Professor Schaltegger übrigens, Universität Luzern, hat über diesen bernischen Staatsschatz ein sehr interessantes Buch geschrieben. Das haben die Franzosen 1798 abgeschleppt, eine unglaubliche Summe. Die beiden Bären aus dem Bärengraben haben sie auch noch mitgenommen. Ja, warum nicht? Warum verlangt der Bundesrat eigentlich nicht hier Wiedergutmachung, wenn wir schon unsere Häuserfassaden in Zürich umpinseln müssen aufgrund der Woke Culture und der neuen Empfindlichkeit? Ich finde es auch, ich fühle mich auch empfindlich getroffen, sogar als Nicht-Berner, als Zürcher, dass der bernische Staatsschatz noch immer irgendwo in Frankreich zum Fenster rausgeworfen wird. Bundesrat Ignazio Cassis, Außenminister und Bundespräsident Guy Parmelin, Männer der Freiheit, zur Sammlung. Sagen Sie den Franzosen, sie sollen endlich diesen Berner Staatsschatz wieder herausrücken. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen heiteren, beschwingten Tag. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Thank you.